Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Blog. In meinem letzten Video habe ich euch den ersten Schritt gezeigt, das Abdrehen der Fassung. Heute zeige ich euch Schritt 2, das Aufblocken der Gläser. Wir haben die Form und wischen nach rechts, um weitere Parameter auf dem Glas festzulegen. Wir geben hier die Pupillendistanz bzw. den Augenabstand an und hier die Höhe, welche benötigt wird. Als nächstes wird das rechte Glas unter den Automaten gelegt. Wir drücken auf Abscannen und der Automat scannt die Wirkung des Glases ab. Hier unterscheidet man zwischen Ein- und Mehrstärken. Wenn alles stimmt, wird das Glas aufgeblockt. Das gleiche passiert mit dem linken Glas. Das war Schritt 2. Wie wir die Gläser schleifen, seht ihr das nächste Mal. Bis dahin, eure Hilde.